für die Gruppe BSW. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn ich mir die Debatte so anhöre seit diesen Taurus-Leaks, habe ich den Eindruck, dass für viele der eigentliche Skandal ist, dass ein ungesichertes WebEx-Gespräch abgehört wurde oder beziehungsweise dass Offiziere hier dilettantisch vorgegangen sind. Das mag sein, das muss auch aufgeklärt werden. Für mich ist aber der eigentliche Skandal, das eigentlich Beunruhigende, der Inhalt dieses Gespräches, wo im Plauderton darüber diskutiert wird, Szenarien diskutiert werden, wie man die Brücke von Kertsch mit dem Taurus angreifen kann, und ohne dass es jemand merkt, dass man vielleicht irgendwie dann beteiligt wird, als dass man Deutschland sozusagen dem Risiko ausgeliefert wird, hier Kriegspartei zu sein. Und das finde ich völlig unverantwortlich. Und wenn man sich die Debatte anschaut, jetzt auch zum Taurus, da ist ja eine eindeutige Mehrheit der Bevölkerung, zwei Drittel etwa, gegen die Lieferung. Und es ist auch richtig, dass der Bundeskanzler sagt, er wird keine Taurus liefern, weil eben das Risiko einer direkten Kriegsbeteiligung nicht ausgeschlossen werden kann. Aber wenn ich mir die Koalition anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, und da haben viele Menschen auch Sorge, ob dann der Kanzler am Ende wieder umfällt. Und wir sagen ganz klar, nein, diese weitere Eskalation darf nicht hingenommen werden. Und übrigens ist das auch ein Teil des Gespräches, dass die Offiziere selbst sagen, dass diese Lieferung am Kriegsverlauf letztlich überhaupt nichts ändern wird. Wir brauchen nicht eine weitere Eskalation. Wir brauchen endlich diplomatische Initiativen. Die gibt es ja aus vielen Teilen der Welt, von China, aus vielen afrikanischen Ländern, aus Brasilien, lateinamerikanischen Ländern. Ich erwarte von dieser Bundesregierung, dass solche Initiativen unterstützt werden und nicht weiter auf Eskalation gesetzt wird. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Serap Güler für die CDU-CSU-Fraktion.